Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge hier. Der Arsch. Version 2.5. Ja, ich wünsche allen einen schönen Samstag. Wenn ihr mir nicht verkehrt, einen Zeit liege am Tag. Und ich mache vorweg ein schönes Dankeschön fürs fleißige Reinschauen. Fleißige Leiten hier und da. Ne? Macht ja eine andere. Und wenn nicht, macht es auch okay. Ein kleiner Hinweis: geht ja darum, dass der Kanal möglichst vielen Leuten vorgestellt wird, und da ist ein kleiner Like oft hilfreich, zwecks Algorithmus, sagt man nicht, ne? Also das ist der einzige Dreh, wo man sich dreht. Ja, und danke schön dafür, auch in Zukunft, ne, wenn das kommt, und wenn nicht, vergessen wird, ist auch nicht tragisch. Ich vergesse auch am Anfang mal, ne? Das kommt halt vor. Ja, ich fahre jetzt zum Edeka und bringe mal hier unsere paar Rollen weg, ne? Und als nächstes will ich dann nochmal 20 Paletten Verpackung Papier zu unserer Molkerei bringen. Und dann will ich mal schauen, für unser Kurzblechfahrer, für Raps, das ist Lidl, Edeka wollte ich fahren. Edeka ist da, wo es klingt. Zahl auch ein bisschen besseren Preis, ja, aber bei der Menge macht es auch ein bisschen bemerkbar, ne? Ja, dann will ich nochmal einmal Vollmilch verkaufen und Butter, glaube ich. So 20 Stück, so 20. Und dann lasse ich auch wieder leer. Verpackung muss ich verkaufen und Papier. Das ist richtig voll. Und wo ist denn die? In die Ecke. Ja, ich fahre in die verkehrte Richtung. So. Ja, da kann man auch nicht finden, ne? Gut, dann nehmen wir rechts ab hier. Ja, Hopfenernte. Denkt man, das geht im Herbst los. Ne? Jetzt haben wir ja späten Sommer. Einfach Sommer haben wir noch. Und dann ist auch die Rapsaussaat heute auch fertig. Denke ich mal, sobald dann fertig ist, im Feld Nummer 18. Das sieht dann ganz gut aus, dann Raps auch fertig. Und nächstes Jahr werden wir sehen, dass wir Feld Nummer 12 Hopfen machen werden. Dann jetzt, gestern, heute. Und ich das nicht beim nächsten Mal vergessen habe. Ja, Feld kaufen Nummer 65 nach Möglichkeit. Wenn das Geld reichen sollte, denken wir schon. Das sollte nicht das Problem sein. Finanziell dürfen wir nicht verdienen. Traditionmäßig klappt das ganz gut. Das sieht auch ganz gut. Die ersten werden genommen. Die hinteren nicht. Nochmal aufladen. Da muss ich nochmal dicht heranfahren. Denn sonst ist das ja gemein, ne? Weil dann mal herfahren müsste sonst. Die Fußgänger laufen mal durch. Aber das sollte mich nicht stören, ne? Der dürfte gut drin sein im Triggerbereich. Auf jeden Fall. So. Ja, besser. Zack und hingestellt. Ja, wenn sie heller wird, dann wird es verkauft, ne? Also anscheinend. Dann werden auch die nächste Reihe verkauft. So, jetzt geht's. Also ich stelle mir ja so fest, ja. Biegen rechts ab. Das können wir machen, egal. Wir müssen zur Hauptstraße zurück. Dann müssen wir links abbiegen. Da wo die Spur ist, dann auf jeden Fall mal herkommen. Ich fahre mal die Verpackung in Papier und da haben wir richtig voll. In der Molkerei wird noch Platz im Lager. Von daher da müsste ich nur noch. Ist ja blöd. Feld 65 vorher kaufen und dann nochmal die Bodenproben nehmen. Ja,
muss ich schnell sehen, dass ich die Millionen zusammenkriege, ne? Verpackung kaufen, verkaufen. So. Und dann nochmal düngen und Kalk geben, dass ich mal ein bisschen mehr bringen könnte. Anführungszeichen, ne? Das lässt sich der Ertrag noch ein bisschen steigern, ne? Ja. Verpackung. Paletten muss ich herbringen, weil es wird gerade so 4 Stück. Die Paletten in der Position, die Arbeit ja. Habe ich gerade alles andere deaktiviert. Aufgrund von Holzmangel. Aber ich sehe gerade, ich könnte auch den Hackrinsel da entsprechend da wieder einkippen. Dann könnte man ein bisschen was gewinnen. So. Ich brauche Karton. 20 Stück. Maximum und 2 weniger. Erzeugen 4, Maximum 2 weniger. Weil wir nicht genau 40 drauf bringen wollen. Können wir noch 4 verkaufen. 4. Sehr viel. Baumarkt. So, Karton bringt 933. Gibt es eh nur Baumarkt, ne? Und da ist es egal, da können wir auch beides entsprechend aufladen. Brauchen wir nicht. Sonst hätte ich es extra gemacht, wenn wir eine Ladung voll kriegen. Theoretisch eine Ladung Papier, eine Ladung Karton. Ist in dem Fall dann nicht notwendig. So, Karton, Baumarkt. Edeka, ne, Baumarkt. Ganz oben. Markierung machen wir, ne? Dass ich ungefähr weiß, wo es ist. Einmal ist es so. Da ist den Wald verbeugen mit, das wüsste. Ist da jetzt was gewesen? Da hat mir eine festgehalten. Ja, auf dem Acker bin ich eingesackt, gerade gesehen. Auf dem Feld. Auf der Wiese. Asphalt nicht. Straße. Wenn ich hier links mal gucke, die erste Spur. Bis jetzt. Null. Und das Wiese. Ja, okay. Wahrscheinlich, Feld. Wenn Felder weich sind, ist es irgendwie. So. Aus. Die Schleife, die gefährliche hier auf zum Baumarkt. Zum Baumarkt und müssen ein paar Mal fahren. Heute einmal. Letzte geht dann Richtung diese Eckwatsch hier. Ah, okay. Oh. Tja. Bei mir ist heute Mittwoch. Nehmen wir heute Abend die zweite Staffel schon auf. Was haben wir da die erste gemacht für Thüringen? Da ich heute Mittag frei habe, das ist gerade ideal. Dann kann ich morgen bearbeiten. In aller Ruhe. Beziehungsweise ich muss nicht alles bearbeiten. Ich kann auch gestern Freitag machen. Denn ich befürchte, heute Nacht wieder schlecht schlafen werde und morgen entsprechend müde nach Hause komme und wahrscheinlich sehr früh ins Bett gehen werde. Und dann schlafe ich meistens sehr gut. So. Allermeisten Fall ist das so. Das Grüne aufmachen. So. Und Z. Geht alles weg. Und wenn nicht, fahren eh nochmal her. Gerne zu sehen, wenn um das Geld mehr wird. Ne? Das ist ja so, wenn man das mal produziert, dann wird es ja hinterher erst teuer und wertvoll. Ne? So das Getreide und so, das wird ja erst dann richtig wertvoll, wenn es zu Bier gemacht wird. Ne? Oder später zu Brot oder so. Ne? Als Rohstoff. Ist ja hier so eingestellt. Ne? Ich
Spielbereich normal, damit es nicht ganz so extrem heißerfallmäßig und so. Du musst relativ früh anfangen zu produzieren, weil dann hast du auch entsprechend Verdienst auch mehr. Ne? Du müsstest im Kreide ein bisschen früher warten, dass die Preise nach oben gehen. Ne? So, der Arno ist fertig, das Zehren. Wir holen aber jetzt mal eine Packung. Ja, Samstag, ne? So schön Samstag, wir haben gewünscht. Hoff schon, ne? Hoffe ja noch mal ein bisschen Regen kriegen. Unser Gras, unsere Wiese müsste ein bisschen mal bewässert werden, ne? Das wollte ich gerade mal gucken. Achso, wie Wetter. Oh, Anschuss. Es wird heiß. Es wird heiß, Junge, es wird heiß. Bis 38 Grad. Und dann kommt der Absturz. Und dann kommt der Herbst. Ja, Wasser gießen mit LKW, glaube ich, geht nicht. Oder mit Traktor. Der erste ja, aber da wird ja sicherlich nur Dünger erkannt. Ne? So, Papier und Packung. 2020 hier. So, Maximum. Zwei entfernen. Zwei. Karton. Maximum. Zwei. Ja gut, egal. Wie wurscht. Dann werden wir halt normal. Ja. Müssen wir uns nicht daran fangen, sonst kriegen wir die letzte Reihe nicht. Dann müssen wir nächstes um 16 erzeugen, ne? Ah, Wasser ist noch reichlich da. Okay. So, gehen wir wieder aufs Gaspedal und Lenkrad. Und N, der geht zu. C, Vorderansicht. Ja, das Geld verdienen und dann fällt es mir das zu kaufen. Ne? Dann in den Boden rumnehmen und gleich Kalk und Lebensmittel bringen lassen. Da müssen wir sehen, dass wir das entsprechend organisieren. Ne? Also, dass ich alleine holt, zumindest Kalk nicht. Und Dünger, ja, könnte man auch Überladewagen hinschicken. Und dann vor Ort hinstellen und dann. Da müssen wir Pflegebereich fahren. Ne? Da haben wir noch eingerüstet so. Wo stoßen wir es gegen? Laternenmast hier, hat sich hingestellt. Den entferne ich jetzt aber nicht. Aber also teilweise, ja gut, im Real-Leben würde man sagen, okay, der Laternenfach muss weg. Ne? Umversetzt werden. Wenn große LKW-Lieferung bedient werden soll, dann ist das so. So. Ich sehe, wir haben nicht alles verkauft. Wo ich den ganzen Punkt jetzt gehe. So. Dann müssen wir ganz kurz warten. Die hinteren beiden werden auch nicht verkauft werden. Mal aufladen. Also ich könnte nach vorne fahren. Muss ich kurz warten.
Dann muss ich gleich mal aufnehmen, die 3-4. Haben die genommen oder nicht genommen? Ist er auch. Doch, die werden genommen. So. Ja, probier mal. Mal gucken. Wackelt immer ein gutes Zeichen. Als erstes gehen die Bänder weg, ne? Ja, das geht weg. Ja. Die Anzeige ist auch da. Ja, gut. Ups. Die anderen fallen irgendwann runter. Irgendwann. Und wird nochmal Geld. Das ist von oben gehalten. Das ist, fallen sie runter. Hier 1,4. Jetzt bringe ich meine Ladung ja, gleich zurück und weil bevor der Preis stark fällt, ne? Die Gefahr besteht ja jetzt, ne? Meistens hält sich der Preisverfall für ein, zwei Tage hin, also dann steigt die Preise wieder leicht. Aber das ist ja nur ein bisschen abwarten. Ne? Ich brauche Geld. Rund 1 Million noch. Dann können wir morgen anfangen mit Feld Nummer 65 düngen und Kalk ausstoppen. Da sind wir einen Pflegetreiber machen, weil das wird nicht funktionieren mit einem großen Fahrzeug. Ne? Ist ja leider so. Und ich müsste die Fruchtzerstörung ausmachen. Dann kann man das machen. Ne? So, ich brauche jetzt 18 Kartons. Und den Rest verkaufen wir später. Karton, 18 Stück. Neun, drei. Jetzt habe ich schon immer mitgezählt. Du Papier. Maximum minus 2. Erzeugen. Und da schauen wir mal, was das jetzt gebracht hat in meine Accounts. Ja gut, wenn ein mehr verkauft, wird es auch egal, ne? Oder ein weniger. Ist ja auch nicht so schlimm. Da seht noch ein paar Stück, ob sie noch gesehen. Grob geschätzt könnte das hinkommen. Jo, gut gepasst. Ohne große Zählen, hinterher bin ich nicht mehr erzählt. So, den nächsten Ladekarton kann ich ja bringen zur Molkerei. Ist im Grunde mehr gedacht zum weiteren Produktionen, ne? Wie jetzt Schweine, Schlachthof zum Beispiel oder ja, später Mehlfabrik, ne? Zuckerfabrik zum Beispiel, könnte man noch was hinbringen. Wenn die das brauchen. Weiß ich gar nicht jetzt. So, gehen wir auf Lenkung und Gaspedal. Wird ein bisschen leichter. Mal gucken, die Zeit. 19. So, liebe Schauer, 19 Minuten ist optimale Zeit. Liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Für die heutige Samstagsfolge. Ich wünsche noch allen von gestern Samstag. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Es könnte noch tun, ob man Kette im Kopf, wer Lust und Laune hat. Würde mich freuen, wenn ihr auch mal einen Blick riskieren würdet. Ich weiß aber auch, dass viele, die allermeisten haben, unterschiedliche Geschmäcke. Und wer es einfach nicht mag, ist okay. Deswegen mache ich ja 2 Karten und 3. Und im Grunde mache ich 3 Versionen. Die andere ist eine andere
ja, eine andere Form des Landfahrtsimulators, so ähnlich kann man sagen. Ne? Das war ein anderer Schmäh. Ne? Ja, hier hat seinen Geschmack und das ist einfach so, das machen wir es ja auch nicht. Ne? Ja, tschüss, ciao. Und noch ein dickes Dankeschön für euch. Tschüss.